Wenn man überhaupt über sowas nachdenkt wie Inverse, dann muss man ja erstmal nochmal sich Gedanken machen, was jetzt eigentlich genau die Verknüpfung ist. Wir haben jetzt ja gesehen, dass wir Matrizen unterschiedlicher Größe miteinander multiplizieren können, zum Beispiel auch welche, die nicht quadratisch sind. Allerdings kommen dann ja teilweise wieder ganz andere Matrizen raus, haben wir gerade gesehen. Sie multiplizieren zwar nicht quadratische Matrizen, kommt eine quadratische raus oder umgekehrt. Und wenn Sie sowas haben wollen wie eine algebraische Struktur mit Assoziativgesetz, neutralen Element und jetzt vielleicht auch inversem Element, dann sollte natürlich möglichst immer dasselbe da sein. Das heißt, Sie wollen sowas haben wie eine innere Verknüpfung. Das bedeutet, wenn wir jetzt über die Multiplikation und Inverse sprechen, dann reden wir erstmal nur über quadratische Matrizen. Wir stellen uns also vor, dass wir zum Beispiel nur mit 3 Kreuz 3 Matrizen rechnen, die miteinander multiplizieren. Oder wir rechnen nur mit 5 Kreuz 5 Matrizen oder sowas. Und da kann man sich jetzt fragen, wenn man nur mit quadratischen Matrizen rechnet, gibt es immer Inverse bezüglich der Multiplikation? Und die Antwort habe ich ja vorhin eigentlich schon vorweggenommen. Ich habe letzte Stunde ja gesagt, es gibt nicht immer Inverse. Fangen wir mal ganz klein an bei den 2 Kreuz 2 Matrizen. Wenn ich hier irgendeine Matrix hinschreibe und die hat eine Inverse, dann heißt es ja, wenn wir dieses Ding hier mal A nennen, dann gibt es dazu eine andere Matrix, die würden wir dann auch minus 1 nennen, so haben wir ja Inverse gerne mal genannt, sodass dabei rauskommt die Einheitsmatrix. Also das neutrale Element. Wenn es also zu jeder Matrix eine Inverse gibt, dann müssten wir ja irgendwie ein Verfahren haben, wie wir diese Inverse finden können. Oder wenn es nicht zu jeder Matrix eine Inverse gibt, sowas kennen wir ja auch, zum Beispiel bei den ganzen Zahlen, da gibt es ja auch nicht zu jeder Zahl eine Inverse. Vielleicht fällt Ihnen ein Beispiel ein für irgendeine Matrix, für irgendwas, was ich hier reinschreiben kann, was man garantiert nicht invertieren kann. Ja? Das ist auf jeden Fall was, was funktioniert, aber das hat uns ja bisher auch nie gestört. Wir haben immer gesagt, Inverse außer für die Null. Das ist ja auch bei den reellen Zahlen und so weiter. Aber Sie haben recht, natürlich recht. Wenn ich hier nur Nullen hinschreibe, geht das nicht. Aber was könnte denn noch nicht funktionieren, ja? Ja, dann können wir mal probieren, was damit passiert. Also wir schreiben mal hin 0, 1, 1, 0 und nehmen das mal mit irgendeiner anderen Matrix und wollen mal gucken, was das ergeben würde. Also wenn das Ding eine Inverse hätte. Dann wäre das ja das hier. Rechnen wir mal aus. Dann steht hier A mal 0 ist 0 und hier steht C. Und hier steht B mal 0 ist 0 und hier steht D. Und hier steht A und hier steht B. So. Das soll sein, das soll ja rauskommen, die Einheitsmatrix. Hier soll rauskommen das hier. Ja? Also, wenn hier die Einheitsmatrix rauskommen soll, dann müssen C und B 1 sein. Also kann ich hier schon mal wegradieren und kann sagen, damit das überhaupt klappt, muss ich hier eine 1 haben. Und A und D müssen 0 sein. Aber dann hat es geklappt, ne? Dann habe ich eine Inverse gefunden. Aber war ein Versuch wert. Wenn Sie die Einheitsmatrix mit sich selbst mal nehmen, kommt die Einheitsmatrix raus. Das ist ja gerade die Eigenschaft der Einheitsmatrix, das ist ja das neutrale Element. Also im gewissen Sinne war das so, die Einheitsmatrix ist sowas wie die 1 und das, was wir eben hatten, war sowas wie minus 1, ganz grob gesagt. Und wir hatten sowas jetzt wie minus 1 mal minus 1 ergibt 1. Dann probieren wir das doch mal aus. Genauso wie eben. Wir gucken mal, wenn es eine Inverse gibt, dann muss die ja irgendwie so aussehen und probieren mal ein bisschen rum. Also wenn ich das hier ausrechne, dann steht hier a mal 1 plus c mal 1, also hier oben steht a plus c und hier steht b mal 1 plus d mal 1, also hier steht b plus d und hier unten steht a mal 0 plus c mal 0, also hier steht 0 und hier steht b mal 0 plus d mal 0, also hier steht 0. So, und das soll sein das hier. Und das kann aber nicht das sein, weil hier ja 0 steht und hier soll eine 1 stehen.
Das heißt, völlig egal, welche Werte auch immer ich hier einsetze, hier kann niemals die Einheitsmatrix rauskommen, weil wir ja hier eine 0 stehen haben. Also haben wir hier ein Beispiel für eine Matrix, die nicht die 0 ist, die man aber trotzdem nicht invertieren kann. Und wenn Sie ein bisschen rumsuchen, werden Sie noch ganz viele Beispiele finden. Es gibt ganz viele Matrizen jeder beliebigen Größe, die man nicht invertieren kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so was Überraschendes. Wenn wir mit den ganzen Zahlen rechnen, dann ist das auch so, dass da nichts invertiert werden kann. Und vielleicht entsinnen Sie sich noch an solche Dinge wie z geteilt durch 6z oder z geteilt durch 10z. Das waren auch so Sachen, in denen man prima rumrechnen konnte. Aber bei einigen Zahlen gab es Inverse und bei einigen nicht. Und so verhält sich das in der Menge der Matrizen auch, nur dass wir hier halt mit unendlich vielen Matrizen zu tun haben. Und es gibt welche, die kann man invertieren und es gibt welche, die kann man nicht invertieren. Darum kriegen die auch einen Namen. Wenn eine Matrix A, oder da müsste ich vielleicht genauer sagen, eine quadratische Matrix A, aber wir haben ja jetzt von Anfang an gesagt, dass wir nur über quadratische Matrizen sprechen. Wenn eine quadratische Matrix A eine Inverse A hoch minus 1 besitzt, also ich schreibe es nochmal vorsichtshalber in Klammern, das heißt, wenn A mal A hoch minus 1 gleich A hoch minus 1 mal A gleich die Einheitsmatrix ist, dann nennt man diese Matrix A invertierbar, irgendwie logisch, oder man sagt manchmal auch regulär. Dann nennt man A invertierbar beziehungsweise regulär. Wir werden später noch Verfahren kennenlernen, mit denen wir erstens diese Inversen ausrechnen können und zweitens, das ist natürlich der Schritt, den man eigentlich vor dem anderen machen muss, feststellen können, ob eine Matrix überhaupt invertierbar ist. Allerdings werden wir an diesem Verfahren sehen, das macht beides auf einmal. Das ist auch wieder so ein Kalkül, mit dem man mit einer Matrix startet und entweder landet man dann irgendwann bei der Inversen oder man merkt zwischendurch, dass man nicht weiterkommt, was bedeutet, es gibt keine Inverse. Aber erstmal wollen wir einfach festhalten, es gibt manchmal Matrizen, die man invertieren kann. Und manchmal gibt es welche, die man nicht invertieren kann. Und wir haben jetzt für beides schon Beispiele gesehen. Das erste, was wir probiert haben, war die Matrix 0, 1, 1, 0. Die konnte man invertieren. Die war zu sich selbst invers. Und das hier ist eine Matrix, wo wir uns überzeugt haben, die kann man garantiert nicht invertieren.